man versucht wirklich aktiv zu vermeiden, nachzudenken. Ich weiß auch, rein kognitiv wäre ich in der Lage, das voreingestellte Passwort vom WLAN an meinem Router zu ändern. Ich weiß so, ich könnte es googeln, es ist in einer Viertelstunde gemacht, ich traue mir das wirklich zu. So, also damit Gäste es einfach leichter haben, so ein letztes Passwort einfach einfacher, aber dann denke ich mir so, nee. Nee, das machst du schön so wie ich bei dir auch. Dann greifst du den staubigen Router hinterm Sofa hervor, drehst den um und schreibst den 16-stelligen Zahlencode dreimal falsch ab. Hat's mir geschadet?